Ja, gefällt mir. Ja, wunderbar. Gude aus New York zum vorletzten Trainingslager-Update. Tag 11 ist in the books, wie der Amerikaner sagt. Es war ein sehr aufregender Tag für unsere Adlerträger. Vormittags erstmal eine Trainingseinheit im Icon Stadium, in dem Stadion, in dem die Eintracht schon 1951 bei der Goodwill Tour Fußball spielte. Was wurde trainiert? Dino Topmöller, unser Cheftrainer, ließ 3 gegen 2 Überzahlsituationen und 9 gegen 9 plus 2 Neutrale spielen. Das Training haben wir jetzt für euch mal im Schnelldurchlauf. Beim Training heute Vormittag nicht mit dabei war unser dänischer Neuzugang Rasmus Christensen, aber aus gutem Grund, denn seine Frau erwartet ein Baby. Christensen ist gestern abgereist, wir drücken die Daumen für die Geburt. Nachmittags ging es dann auf die Bus-Hop-On-Hop-Off-Tour. Also es geht im Endeffekt darum, der Bus hält an den Sehenswürdigkeiten, man kann aussteigen und alles begutachten. Und wir haben uns gedacht, wer eignet sich besser als Tourguide für diese Tour als Timothy Chandler? Tour guide. Our tour guide. Hello. Welcome to New York. Welcome to New York. Oh wow. New York. In Spanish. Yeah, you're Spanish. Say in Spanish. Say. You like? Muy bueno. Say. Muy bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno. Ja, gefällt mir. Ja. Wunderbar. Ja, klar. Amerikaner. Ja. Schöne Plätze hier, New York. Also am schönsten finde ich Times Square, noch vorzustellen. Willst du noch ein bisschen näher machen? Oder? Mir gefällt der Times Square auch am besten. Schalten zurück zur Box. Rockefeller Center, Alter. Verpasst, ey. Jetzt laufen wir zum legendären Times Square, wo das Video von Eintracht Frankfurt abgespielt wird. Jimmy, der Hecki. My friend, how is it to see your face on Times Square? Goosebumps. Please tell me. Crazy. Huh? I will remember this day all my life. Ja, ich will deine Emotionen, wie du es fühlst, dein Gesicht am Times Square zu sehen. Muss man ehrlicherweise sagen, ist schon geil. Oder? Ja, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es wäre schön gewesen, wenn wir alle drauf gewesen wären. Ja, das stimmt, aber trotzdem, man, einen der berühmtesten Plätze der Welt. Ja, das dein Gesicht selbst zu sehen. Ist nicht normal. Oder? Das ist nicht normal. Das ist definitiv. Ausgezeichnet. Und liebe Fans, das hat er sich verdient. Deswegen super. Sehr lieb. Okay. Überragend, hat mir gefallen, ey. Ja, das war super. Könntest du mal, wie du gejubelt hast bei dem Tor, ist geil. Das müssen wir nochmal wiederholen. Alle machen die Thumbs up. So, das war unsere Bustour, ich habe euch mitgenommen. Haut rein. Timothy Chandler als Tourguide mal wieder nicht enttäuscht. Zum Abschluss des Tages gab es noch dieses epische Foto, die Eintracht komplett am Times Square. Das wird noch lange nachhallen. Das war's hier von Tag 11, das Trainingslager-Update. Morgen gibt's dann das letzte. Beste Grüße in die Heimat, wir sehen uns morgen. Ciao.